Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Flash Game Zocker. Ja, lang ist es her, dass ihr mich mal wieder vor der Kamera gesehen habt. Und wie ihr es im Titel schon gelesen habt, das sind 10 weniger bekannte Fakten über Super Mario. Also ich werde hier keine Fakten nennen wie jedes Mal, wenn Mario gegen Block springt, tötet er einen Toad. Oder so Sachen wie keine Ahnung was. Ja, sowas werde ich nicht nennen. Ich werde Fakten nennen, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass sie noch kein YouTuber vor mir genannt hat. Also ohne groß rumzulabern, fangen wir gleich an. Wie groß ist Mario eigentlich? Also es gibt keine offiziellen Größenangaben von Nintendo. Aber durch Super Smash Bros. Brawl können wir es auch so herausfinden. Wie? Ganz einfach. Man stellt Mario und Glurak nebeneinander und misst die am Bildschirm ab. Bei mir ist Glurak 14 cm groß und Mario 9 cm. Bei Glurak wissen wir, dass er 1,70 m groß ist. Also ist Mario gerade mal 1,10 m groß, wenn man es berechnet. Ja, ich weiß, Italiener sind klein, aber so klein jetzt auch wieder nicht, oder? Die Eisblume hatte ihren ersten Auftritt nicht in New Super Mario Bros. Wii und auch nicht in Super Mario Galaxy, sondern in Mario & Luigi zusammen durch die Zeit. Wisst ihr Bescheid? Hat sich gereimt. Im ersten New Super Mario Bros. Gibt es ein Item, das seitdem nie wieder aufgetaucht ist, und zwar der blaue Koopa-Panzer. Ich find's eigentlich ein bisschen schade, dass es den nie wiedergegeben hat. Ich fand den ganz stark, man konnte damit quasi selber zum Koopa werden. Ich meine, warum nicht? Yoshi hatte bisher 6 eigene Spiele. Luigi 4 und Peach nur ein einziges, und zwar Super Princess Peach. Kennt ihr das schon? Wenn nicht, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich es euch verlinkt. Wenn man in Yoshi's Island DS am Ende einer Welt genau 777 Punkte hat, dann bekommt man zusätzlich zum 4. Stempel noch ein 7 abgeschenkt. Genauso wenig wie man weiß, wie groß Mario ist, weiß man auch nicht, wie schwer Wario eigentlich ist. Oder doch? Doch, doch, man weiß es. Er wiegt stolze 154 Kilo. Er selbst sagt sogar aus, dass diese nur von seiner Kleidung kommen. Wer es glaubt, wird selig. Zu frühen GameCube-Zeiten gab es eine Tech-Demo, die hieß Peach's Castle. Sie sollte die Fähigkeiten des GameCubes mit einigen verschiedenen Sachen darstellen. Und am Rand einer der Räume befindet sich sogar eine Zeichnung von Rosalinas Raumschiff. Merkt euch, wir sind hier am Anfang von GameCube-Zeiten. Super Mario Galaxy war da noch weit weg. Und wo wir schon bei Super Mario Galaxy sind. Es ist ja bekanntlich möglich, das ganze Spiel nochmal mit Luigi durchzuspielen. Und dann kann man mit Luigi auch noch einen 121. Stern sammeln. Und den kann man dann nachträglich übrigens auch mit Mario einsammeln. Wir bleiben bei Super Mario Galaxy. Ein dritter Teil ist ja bisher noch nicht angekündigt worden, aber Satoru Iwata, der Präsident von Nintendo, der vor etwa einem Monat gestorben ist, hat davor noch angekündigt, dass Super Mario Galaxy 3 nicht unmöglich ist. Und dass es wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Es gibt sogar eine Theorie, dass Mario böse ist. Wie das sein kann? Ganz einfach. Schaut euch dieses Video unten in der Beschreibung an. Dann wisst ihr Bescheid. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe mal, dass ihr noch keinen der Fakten kanntet. Keinen der Fakten. Ja, gutes Deutsch, vielleicht kein Zocker. Aber ist egal. Auf jeden Fall, ich mache jetzt Sommerpause. 3 Wochen lang. Wir fahren in Ferien. Ciao, ich packe meine Koffer.